Willkommen, liebe Sith, Jedi, was auch immer ihr sein wollt, bei Star Wars Jedi Survivor. Es geht weiter hier im Sumpf. Ist es überhaupt ein Sumpf? Ich weiß es gar nicht. Es ist Nebeltown, sagen wir es mal so. So, und jetzt klettern wir erstmal hier wieder zurück. Und die Seilwinde nehmen wir jetzt nach unten. Und sagen mal freundlich, hallo. Hello there. Bam, Doppelkill. Ich habe einen Skill, der den Blasterschuss aufteilt. Ne? Wenn mich einer anballert, dann kriegt der andere es auch ab. Somit kann ich mehrere Leute mit einem Blasterschuss killen. Voll praktisch. Ja, Sir. Wissen wir, was die Raiders aus dem Wrack gestohlen haben? Was sie auch gestohlen haben, du darfst es nicht wissen, ist das klar. Nur autorisiertes Personal kennt die Frachtliste des Schiffs. Ja. Sir, wie konnte das passieren? Genau das will ich herausfinden. Okay, spannend. Gegner identifiziert. Das Oberkommando zu. Kann den nicht kontrollieren. Wow, kam das her? Jawohl, Ecken. Haltet ihn im Auge! Auf dem Weg! Kernprogramm modifiziert. Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier da hatte ich auch gerade, es sind echt viele. Wer weiß, was hier drin war oder nicht mehr drin war. Gucken wir mal nach. Oh shit. Kleiner Moment, ich muss noch mal kurz den Sound anstellen. Der übersteuert gerade super hart. Moment, bis gleich. So, ich denke mal, das ist in Ordnung. Und zur Seite, Kumpel. Toll, hoffentlich stürzt es nicht ab. Diese Droiden haben es heute schwer. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. Was wird das? Oh. BD. Verschwinden wir! Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? BD-1 kann jetzt entfernte Stromquellen überladen. Bevor du das Feuer eröffnest. Jetzt können wir mit diesen Dingern interagieren, die wir vorher gesehen haben. Ja geil, ich habe die auch schon überall gefühlt gesehen, in verschiedensten Arealen, in denen wir schon waren, aber ich konnte nichts damit anfangen. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass wir damit jetzt interagieren können. BD-1 kann jetzt einen Pfeil abschießen, der bestimmte Objekte überlädt. Elektrofeil freigeschaltet. Durch den Fall kann durch den Fall von BD1 lassen sich zudem gegnerische Druiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Ja, das ist geil, so ein Fan-Hack halt, ne? Ich hätte gedacht, der könnte das schon von Anfang an. Aber nee, es geht nur während des Kampfes. Aber wenn es jetzt außerhalb des Kampfes geht. Ah, yes. Rechter Stick ist dann diese, genau, ist die Ansicht. Dann können wir quasi durch
BD1 durchgucken. Und jetzt können wir hier wechseln. Zack. Hier. Drücke RT, um einen elektrifizierten Pfeil abzuschießen. Halte LT zum Zielen. So. Du bist dran, BD1. Das ist ja super praktisch. Feiers. Geht das auch? Ne? Cool. Nice. Okay, jetzt haben wir somit einen Shortcut wieder geschaffen. Zurück zum... zum Meditationspunkt. War ich hier schon? Hier geht's nicht weiter. Das finde ich relativ blöd. Ah, eine Werkbank. Ja, hier können wir ein bisschen modifizieren, aber ist gerade nicht notwendig. So, das heißt, wir können jetzt wieder da hoch und das Ding überladen. Wow, wo kommen die einfach mal her? Die waren vorher nicht hier drin. Glaube ich zumindest. Das ist mir gerade neu. So, nochmal das Ganze. Feuer frei. Feuer frei. Ach, da bewegt sich jetzt die Plattform. Ach. Warum sagt er mir, dass ich RT drücken soll? Hab ich doch. Aber das hält nur ein bisschen. Das heißt, ich muss mich beeilen. Was war das denn gerade? Oh Gott. Alter, das war wild. Hey, ich. Was denn? Das kann ich den ganzen Tag machen. Werde ich ausschalten. Ja, du schießt auf eine Nede mit einer Rakete. Schlechte Idee, würde ich sagen. Wie der da rumhängt. Man kann den nicht runterstoßen, leider. Wir haben keine Hitbox mehr, wir aber nicht wie bei den Spielen von From Software. Oh! Bleib hier! Einfallende Kräfte entdeckt. Oh nö! Ich habe sie. Aua! Das war knapp. Ach, nicht schon wieder, komm schon. Hilf mir! Moment. Nicht im Kampf verfügbar. Ich hätte ihn vorher mal. Oh boy. Gib mir das. Hey, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin so ein bisschen... Bin ein bisschen lost. Ah, okay. Hier kann man hoch. Ah, hier. Perfekt. Bin ich denn jetzt gerade? Kann ich hier rein? Gut aus, ja. Da oben ist was. Da leuchtet's rot. Okay, so wie es aussieht. Ja, da. Man sieht, hier ist es rot. Die Tür kann ich vergessen, die war ja zu. Alles andere habe ich schon abgegrast. Okay, das heißt, ja, wir müssen durch die Tür, die wir gerade hier gesehen haben, da. Ansonsten haben wir keine Chance, weiterzukommen. What? Irgendwas Interessantes? Danke, BD. BD ist so richtig scan-geil. Der guckt sich halt echt alles an. Wir müssen besser zielen. Ja, krieg ich hin. Schieß. Ist auch nur so, er ist auch nur so temporär. Ich habe noch nie an jede gesehen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Kann man das essen? Schmeckt das? Ist cool.
glaube, ich muss hier weiter, aber hier ist auch noch was. Gehen wir erstmal hier hin. Oh shit. Ah, das ist wieder so ein Challenge Room. Mal gucken. Konzentration. Das Kämpfen. Siege alle Gegner mit dem Parierstein-Kampfstil. Ah, scheiße, den habe ich nicht mal gelevelt. Okay. Das Schwert darf euch nicht berühren. Ist halt sehr stark. Noch mehr. Ja, langweilig. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja, der Kick. Der Kampfstil ist halt super langsam. Aber ist halt sehr stark. Also der haut die Gegner halt auch richtig hart aus den Latschen. Scannen. Gut gemacht, BD. Gott, kann ich hier das anwenden? Kann ich, ja. Hilf mir! BD? An meiner Seite. Mist. Und ein Finisher. Geschafft. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Nice, Fähigkeitenpunkt. Gut. Aber es ist zumindest, was hier war und können wieder zurück. Könnte doch was drin sein, oder? Da drüben ist was. Okay, let me think. Okay, ich glaube, ich weiß, wie der Hase hier läuft. So. Nö, hätte ich gar nicht gebraucht. Oder? Weiß es nicht. Ah, geht auch so. Wow, Gesundheitsessenz erhöht. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob ich damit wieder hier rüber komme. Ah, hat geklappt. Okay, wunderbar. Aber ich komme so nicht hier hoch. Aber... das hier klappt. Es sieht manchmal wirklich so super knapp aus, aber dann reicht es doch irgendwie. Aber es... ich krieg jetzt mal echt Gänsehaut. Ist schlimm. Holt ihn euch. Aua. Nicht mehr lange durch.
Los, ihn runter. Hm, geht doch. Der macht da Pause. Total geil. War das eine Prospektorenausrüstung? Okay. Da geht's rüber. Zack. Wir sind fast da. Weit ist es nicht mehr. Hier können wir einen Angriff von oben starten. Aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert. Den könnte ich von weiter weg hacken. Kann ich nochmal zurückspringen? Schaffe ich das? Oh yeah. Lass mich das mal. Das will ich mal versuchen. Versuch's. Hat geklappt. Habe ich ihn jetzt? Scheint so. Jetzt greift er mich nämlich nicht mehr an. Weiß er gar nicht, wohin mit sich. Und der Meditationspunkt kommt wie gerufen. So, kann ich nochmal zwei Fähigkeitspunkte ausgeben? Eine Fähigkeit verfügbar. Macht 7 Fähigkeiten. Was haben wir da noch? Lass mal sehen. Telekinese Verwirrung. Verlängert die Zeit, die ein Gegner, andere Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Verwirrte Gegner verursachen zusätzlichen Schaden. Halte LT plus RB, während du einen mit Magnet gezogenen Gegner hältst, um ihn seine Waffe abzufeuern. Zu zwingen, seine Waffe abzufeuern. Funktioniert nur bei Humanoiden. Humanoiden, ja, okay. Klar, weil diese Waffe, also bei Robotern funktioniert es ja nicht. Glaube ich zumindest. Was hier? Hochschießendes Beben. Halte RB plus Y ein Ziel sowie Gegner in der Nähe zum Mitheben anzuheben. Verlangsamen Effekt, das ist gut, aber es braucht 3 Punkte. Ja, okay. Dann würde ich einfach nochmal den letzten Punkt bei Überleben nehmen, dann haben wir das fertig. Dann ist da zumindest alles gelevelt, was zu leveln ist. Zumindest bisher. Ich weiß nicht, ob vielleicht am Ende noch irgendwas dazu kommt. Ich glaube es zwar nicht, aber. Das wird sich zeigen. Ziemlich viel Feuerkraft. Okay, eine Basis. Oh, Moment, ist da drüben noch was? Hier können wir noch so lang gehen. Versteckt sich hier etwa noch ein Geheimnis? Möglicherweise. Eine Kiste. Kann ich die jetzt öffnen? BD1. Dieses Terminal wird warten müssen. Das irgendwo angeschlossen. Da unten sehe ich was. Aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun. Ah, hier. Moment, geht das? Ups. Ah ja. Wenn man die Terminals hackt, kann man die Kiste öffnen. Okay, das heißt, rote Kisten können wir jetzt ebenfalls öffnen durch die Fähigkeit von BD1. Egal, also somit steht jetzt eigentlich nichts mehr im Wege. Womit denke ich auch mal stark, dürfen wir alle Fähigkeiten plus zusätzliche Sachen im Spiel haben. Wir sind ja auch schon relativ weit im Spiel, würde ich jetzt mal schätzen. Kehren Sie ins Gefecht zurück. Oh nö, lass das. Oh. Schaden erhalten. Alarm, Alarm. Gott. Ziel getroffen. Niederwerfen initialisiert. Ja.
Er ist gehackt. Das wär's. Ich sehe sie, BD. Super, noch mehr. Autsch. Hierher, Kumpel. Oh, das hat gut geklappt. Nicht mehr lange überleben. Zwei Treffer. Junge. Bitte. Es sind noch mehr, ey. Kein Ende. Oh Gott. Das ist wirklich kein Ende. Wir werden gemeinsam kämpfen. Und ein großer natürlich. Nee, zwei sogar. Aua. Was macht der Druide eigentlich da drüben? Ha! Oh Gott. Ah, Mann! Kann ich wohl. Alter, ich bin gleich tot. Attackiere das Ziel. Junge. Okay, nur noch du nicht. Stimmt, bitte. Wie weiche ich dem aus? Das sind alles unblockbare Angriffe, das ist so beschissen. Du musst ja nah ran, um ihn zu treffen. Ja, wenn jetzt so welche kommt, schaffe ich es nicht mehr. Dann bin ich wirklich tot. Keine Ahnung mehr, Alter. Das war eine komplette Armee, mit der ich sie aufnehmen musste. Was zum Teufel, ey. Ah, Mann. Was macht ihr denn da? Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass wir völlig sicher sind, Sir. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Ver-
feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Okay, die Szene war irgendwie geil. Oh Mann, ey. Ehrlich gesagt, kein Bock gegen die zu kämpfen. Hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Ja, da hast du nicht ganz unrecht, Kerl. Okay. Jetzt mach irgendwas hier. Da oben sehe ich was. Da. Versuchen wir es nochmal. So, hat doch geklappt. Nice. Hey, BD. Hm, was war? BD wollte irgendwas. Läuft weg. Wo läuft er denn hin? Ist hier irgendwas? Ach, hier. Hacken. Zeig mal, was du kannst, BD. Kürzung? Diese Abkürzung. Wo bin ich denn gerade? Ah, da drüben steht noch jemand. Aber ich mag das Design. Also dieser Basen von dem Imperium, das sieht immer geil aus. Da ist eine Kiste. Ein Lauf. RSKF44. Den habe ich geschossen, ne? Oder tut das hier irgendwas? Tut nichts. Okay. Der Jedi, mach dich bereit für den Tod. Gott, auch noch ein Boss, Alter. Rick, der Techniker. Hallo, Rick. Schluss mit Ausweichen. Der Boss leistet über seinen Kopf und dann bam, tot. Rick, der Türtechniker. Boss besiegt mit einem Schlag. Das ist ja super. Haben die den als Joke eingebaut? Ist das eine Referenz an Elden Ring oder irgend sowas? Keine Ahnung. Da gibt es ja auch den Soldaten von. Den Soldaten von Godric, ne? Ich weiß nicht, ob das ist einfach der leichteste Boss und da trotzdem. Also, es ist eigentlich an sich ein Standardgegner. Aber am Anfang wird er halt als Boss betitelt, damit man halt an ihm ein bisschen üben kann, das Spiel, ne? Die Mechaniken. Ich glaube, es könnte eine Referenz Elden Ring sein, aber ich weiß es nicht. Ich glaub's zwar nicht, aber lustig wär's. Okay, das ist hoch. So? Oh ja, wir sind über dem Nebel. Aber guck mal, die Aussicht ist geil. Hier, seine Haare wehen. Und da hinten geht's ab. Die kämpfen da irgendwie. Mein Controller vibriert auch wie wild. Toll, wir müssen noch höher. Fantastisch. Gipfelkamm. So, ich hoffe mal, wir finden bald einen Meditationspunkt. Ich glaube schon. Ah, wie geil. Guck dir mal diese Aussicht an. Nach unten. Wir sind so weit gekommen. Hammer. Boah. Vor allem, dass die Kamera rauszoomt, wenn man hier in diesen Kamm entlang geht, ne? Und dann sieht man das hier. Diese abgestürzte Station. Das sieht so... Also, Star Wars Jedi Survivor hat manchmal so geile Momente, da sieht das Spiel einfach fantastisch aus. Das hat Respawn Entertainment echt gut hingekriegt. Hm? Ah, hier. Seil. Und da ist ein Meditationspunkt. Das finde ich äußerst hervorragend. Denn wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Und das nächste Mal geht es hier auf dem Gipfelkamm weiter. Wir sind ziemlich weit oben und wir dürften, glaube ich, bald unser Ziel erreicht haben. Da hinten wird heftig gekämpft und dort ist auch unser Ziel, nehme ich mal stark an. Definitiv sind es nur noch 99 Meter. Na, gucken wir mal, was uns das nächste Mal erwartet. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Survivor.